wird direkt angegriffen. Ah, oh mein Gott. Hä, hey, das ist ja voll einfach. Im heutigen Video testen wir die Minecraft Bedrock Edition in drei verschiedenen Spielmodi, nämlich Skywars, Bedwars und Survival Games. Wenn ihr mehr Minecraft-Content sehen wollt, dann abonniert doch gerne mal den Kanal, damit wir dieses Jahr vielleicht auch die 1000 Abonnenten erreichen können. Schaut außerdem mal auf Twitch vorbei, denn dort streame ich jeden Tag. Aber jetzt viel Spaß mit dem Video. Okay, hier sind wir auf jeden Fall mal im Startbildschirm von der Minecraft Bedrock und ich muss ehrlich zugeben, es sieht einfach genauso aus wie auf dem Handy. Ja, wir werden, wie gesagt, drei verschiedene Spielmodi testen und bleibt am besten bis zum Ende dran, weil dann werde ich euch auch zeigen, wie ihr die Bedrock einfach komplett kostenlos bekommen könnt. Also es gibt eine gute Auswahl an Servern, aber ich würde sagen, der Server, der mir hier am besten gefällt, ist auf jeden Fall mal CubeCraft. Okay, so sieht auf jeden Fall mal die Lobby aus. Ist auf jeden Fall ein bisschen anders als in der Java-Edition. Hier gibt es diese coolen Animationen und alles. Aber ich glaube, ich gehe mal in eine Runde Skywars. Aber es gibt eine Sache, die raff ich immer noch nicht. Und zwar, wie können die Leute hier so schnell bauen? Also ich weiß es echt nicht. Anscheinend kann man hier auch für Kids und alles abstimmen, aber ich habe keine Ahnung, was das genau macht. Deswegen lasse ich das jetzt einfach so, wie es ist. Ich glaube, wenn ich so... Warte mal. Ich mache mal Godbridge. Oh, okay. Es hat ein bisschen geklappt. Und da haben wir auf jeden Fall mal den ersten Typen down. Ja, ich weiß auf jeden Fall, wie das Ganze aussieht. Ich habe es nämlich schon mal auf dem Handy gespielt. Jetzt soll ich nochmal Godbridgen? Ich Godbridge nochmal. Boah, wait. Vielleicht habe ich den Dreh raus. Warte. Nevermind. Ich dachte, man könnte auch springen dabei. Muss auf jeden Fall mal herausfinden, wie man dabei springt. Oh, da ist auf jeden Fall mal der nächste Typ. Der ist tot. Und vielleicht bekommen wir einen schönen Double Kill, indem wir den Typen hier einfach auch noch runterschlagen. Ja, sehr schön. Okay, da unten ist auf jeden Fall einer, der will ins Water. Und ich werde direkt angegriffen. Die Fights sind auf jeden Fall einfacher. Weil die ganzen Leute spielen halt eben auf der Playstation oder so. Deswegen kann man hier auch easy Kills machen. Aber ich will mich damit gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich habe hier schon einige Leute gesehen, die echt krass gut sind. Und der Typ hier unten, der ist so ein bisschen am Waterfighten, aber er ist tatsächlich runtergefallen. Das heißt, wir haben die erste Runde gewonnen. Ja, zweite Runde auf der Map Birdhouse. Und was mir direkt auffällt, ist, man kann im Inventar gar nicht hotkeyen. Das ist so ein bisschen scheiße, aber es ist, um ehrlich zu sein, eigentlich gar nicht so unendlich schlimm. Also ich bin es halt gewohnt und meine ganzen Hotkeys und so einzustellen ist auch komisch. Aber ja, wenn euch das Video bis jetzt gefällt, dann könnt ihr gerne mal ein Like da lassen. Dieses Godbridge ist gar nicht so schwer, auf einmal raff ich's. Und mal schauen, ob wir vielleicht sogar noch ein OP-Web bekommen, das wäre auf jeden Fall richtig nice. Und was mir bis jetzt aufgefallen ist, ist, dass die Leute halt extrem rumbuggen. Also die bleiben einfach nicht in den Webs drin, das ist ganz komisch. Aber ja, man beschwert sich da eigentlich nicht so. Und nein, den habe ich leider nicht OP-Web bekommen. Okay, man muss wirklich perfekt den Boden anaimen, also die perfekten Winkel anaimen. Und der Typ hier ist auch tot, easy. So sind noch 6 Leute live, ich weiß gar nicht, wie viele Kills ich jetzt habe. Und by the way, falls ich es noch nicht erwähnt habe, ihr könnt mir gerne auf Twitch folgen. Dort streame ich einfach jeden Tag, das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich bin einfach jeden Tag für euch live. Das heißt, ihr braucht gar nicht bis Samstag zu warten auf ein neues Video, sondern ihr müsst einfach jeden Tag einfach auf Twitch ein bisschen nachschauen. Vielleicht bin ich gerade live. Ich bin eigentlich so gut wie immer live, also schaut da gerne mal vorbei. Und das hier ist gerade ein bisschen riskant. Was mache ich denn hier? Hilfe. Ja, ich bin tot. Schade, GG. Ja, da sind wir in der letzten Runde Skywars und für die nächste Runde wird ein Zuschauer von mir mitspielen. Der spielt jeden Tag in der Minecraft Bedrock, also der spielt auch auf Playstation, soweit ich weiß. Und er wird mir so ein bisschen erklären, wie das mit dem Bridging funktioniert. Also bleibt auf jeden Fall mal dran. Kollege, du musst sterben. Dankeschön. Also ich hätte ehrlich nicht gedacht, dass das hier so gut klappt und das Video wirkt auch so ein bisschen gerusht, ist es aber überhaupt nicht. Okay, der Typ hier, der ist ein bisschen schwieriger zu bekämpfen. Ja, der Typ will hier abstauben, aber der bekommt mich nicht. Mich kriegst du nicht down. GG. Oh, das war ein sehr riskanter Sprung. Oh, ich bin gestorben. Schade, GG. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in einer Runde Bedwars wieder. So, Freunde, da sind wir auf jeden Fall mal in der zweiten Runde, beziehungsweise im zweiten Spielmodus, nämlich Egg Wars, weil es hier leider kein Bedwars gibt. Ist ein bisschen schade. Auf jeden Fall, für die, die Egg Wars nicht kennen, ist es eigentlich dasselbe wie Bedwars. Nur, dass du hier einfach.
So, Freunde, da sind wir jetzt auf jeden Fall mal im dritten Spielmodus, nämlich Survival Games. Und Survival Games ist eigentlich so der perfekte Spielmodus, um zu schauen, wie hier PvP funktioniert. Und man bekommt am Anfang ein Eisenschwert, das ist so ein bisschen komisch. Also ich bin das nicht gewohnt von Survival Games normalerweise. Und ich finde es ein bisschen schade, dass hier auf dem Server so wenig SG gespielt wird. Weil es gibt so viele Spieler hier und gefühlt keiner davon spielt SG. Schade, aber machst du nix. Und ich werde auch direkt von irgendeinem Typen getargetet. Aber der Typ ist scheiße, dementsprechend nehme ich ihn jetzt erstmal hops. So, easy tot und ja, dann habe ich jetzt schon mal eine Dia-Hose. Ja, also PvP ist hier eigentlich genauso wie in der 1.8 Java Edition. Nur, dass man halt hier mit dem Bogen so ein bisschen komisch schießt, also die Pfeile fliegen halt total komisch. Ich gehe mir den Typen da hinten killen, der hat nämlich eine Chestplate. Und die Chestplate brauche ich, denn ich habe noch keine. Naja, anyways, wir machen hier auch gut Kills, fällt mir gerade auf. Also da vorne sind auf jeden Fall mal die nächsten. Und wenn euch das Video bis jetzt gefällt, dann könnt ihr gerne mal ein Like da lassen. Ich glaube, ich gehe mal hier auf den Typen. Und ihr seht schon, ich muss nicht mal W-Tappen oder so halt so spielen, wie ich normal immer spiele. Sondern ich kann einfach reinrennen, Butterflyen und die Typen werden so schon weggecombot. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung zu der Bedrock Edition reinschreiben. Also ich finde es ganz cool, to be honest. So, aber jetzt genug geredet. Ich versuche jetzt mal die Runde zu beenden. Also dieser Typ rennt und rennt und rennt. Ah, jetzt sollte er eigentlich tot sein. Wird sogar noch geboostet. GG. Although, ich glaube nicht, dass ich die Runde gewinne. Wenn das hier so weiterläuft. Gibt es ein Deathmatch? Ich hoffe doch. Es sind nur noch 3 Leute live. Und die beiden, die sind halt am Teamen. Ja, einer ist tot, einer ist tot. Ich habe 7 Kills. Ich darf das hier nicht verlieren. Come on. Oh, ich hab ihn, glaube ich. GG. Oh mein Gott. Easy 8 Kills. GG. So, Freunde, dann zeige ich euch jetzt mal noch ganz schnell, wie man die Minecraft Bedrock einfach kostenlos bekommt. Nämlich braucht ihr die Java Edition. Und dann drückt ihr einfach hier links auf Minecraft for Windows. Und dann könnt ihr das hier runterladen und dann einfach spielen.